Echte Polizisten im Einsatz. Die Ruhrportwache. 2016 registrierte die Duisburger Polizei über 1600 Wohnungseinbruchdiebstähle. Gut die Hälfte aller Delikte wurde tagsüber verübt. Die Polizeikommissare Markus Golz und Katja Wolf decken heute die äußerst verzweifelten Motive einer solchen Tat auf. Egon 1131 von Egon. Egon 1131 hört. Fahrt zur Annastraße, Haus Nummer 8. Frau Reinhold meldet Einbruch. Täter ist weiblich und gegenwärtig. Sonderrechte frei. Egon 1131 fahren zum Einsatzort. Beim Eintreffen am Einsatzort erhalten die Polizisten von der Melderin Informationen über den Tathergang. Die Personenbeschreibung bringt ein erstaunliches Detail ans Licht. Da steht schon einer. Hier vorne. Genau. Egon von Egon 1131 sind am Ort. Gehen jetzt rein. Ja, verstanden. Ich habe ein bisschen in meinem Auto gesessen und habe bemerkt, eine schwangere Frau. Durch diese Fenster in Wohnung von meiner Nachbarin Antonia. Wo wohnen bewachtet Sie? Hat. Sie wohnen im gleichen ja, Haus? Ja, ich bin Nachbarin. Okay. Aber das ist und durch das offene Fenster ist eine schwangere Frau rein. Ja, das ist. Okay. Dann bleiben Sie bitte einmal zurück. Ja? Wir gehen einmal gucken. Sie bleiben bitte einmal an unserem Wagen stehen. Ja. Guck du mal an dem offenen Fenster einmal. Wie sieht's aus? Also Tür ist auf jeden Fall zu. Alles klar, ich gehe durchs Fenster. Ist offen noch? Ich sicher hier an der Ecke, ja? Ja, alles klar. Täterin ist im Wohnzimmer. Wer sind Sie? Ich bin die Eigentümerin, ich wohne hier. Tun Sie mir einen Gefallen, Sie bleiben bitte einmal kurz an unserem Auto. Ja, wir sind gleich bei Ihnen. Okay. Bei Ihnen ist eingebrochen worden, wir gucken, aber wir sind gleich bei Ihnen, okay? So eine Täterin. Hast du die gesehen? Ja. Unrein. Halt! So. Was machen Sie da? Nichts, nichts. Lassen Sie mich einfach wieder gehen. Was machen Sie hier? Ja. Eben hatten Sie es noch nicht so eilig. Und jetzt auf einmal Runde weg. Ich wollte nur Geld borgen. Geld borgen, okay. Ich nehme an, Sie wohnen nicht hier? Nein, ich wohne nicht hier. Sind Sie hier eingestiegen? Ja. Haben Sie einen Ausweis dabei? Ich leider nicht mit, nein. Wie ist denn Ihr Name? Fiona Gröbner. Gröbner? Gröbner. Okay, Frau Gröbner, wir haben eine Zeugin, ja? Die hat das Ganze beobachtet. Wir haben Sie natürlich jetzt hier auch auf frischer Tat vorgefunden, ja? Sie haben keine Ausweispapiere dabei, wir können Ihre Identität jetzt hier nicht zweifelsfrei feststellen. Mhm. Sie sind jetzt hier natürlich in dem Moment Tatverdächtiger. Sie können sich dazu äußern, Sie können auch schweigen, Sie können auch den Anwalt nehmen. Fakt ist auf jeden Fall, dass Sie einmal mit uns mitkommen. Wir werden auf der Wache Ihre Identität feststellen und dann Sie zu der ganzen Sache hier vernehmen. Noch wissen die Polizisten nicht, warum die Schwangere den Einbruch verübt hat. Obwohl sie beharrlich schweigt, decken die Beamten dank eines Hinweises zumindest den Tathergang auf. Fiona? Wer ist das? Fiona? Kennen Sie sich? Ja, ich weiß. Fiona, was ist passiert? Besser. Wieso bist du bei mir eingebrochen? Ich hab nichts. Was ist passiert? Nichts. Und du bist schwanger? Ja, also sie kennen sich, nehme ich an, ja? Ja, wir kennen uns. Fiona ist meine Freundin. Sie haben gerade schon mal ganz kurz gesagt, Sie wohnen da, richtig? Ja. Haben Sie einen Ausweis für uns dabei? Ja. Ja. Naja. Aber stopp, das ist egal, Freundin oder nein. Ich habe ein Handy-Video gemacht. Auf diesem Smartphone ist ein Video, wo darauf zu erkennen ist, wie die Täterin durch das Fenster in das Haus eindringt. Das ist auf jeden Fall ein wichtiges Beweismittel für uns. Und das wird den weiteren Verlauf eine wichtige Rolle spielen. Was passiert jetzt mit Fiona? Also folgendermaßen. Sie ist jetzt natürlich hier in dem Fall Tatverdächtiger. Ne? Sie hat einen Wohnungseinbruch begangen. Und Sie sind Geschädigte? Sie sind Mieterin oder Eigentümerin? Mieterin. Mieterin, okay. Aber ich möchte auf keinen Fall eine Anzeige machen. Gut, das ist aber in so einem Fall leider jetzt nicht hier Ihre Entscheidung. Ja, das ist also ein Delikt, wo wir von Amts wegen schon einen Strafantrag stellen werden.
Das lässt sich auch nicht verhindern. Adresse auf dem Perso ist aktuell, ja? Okay. Ja, die Mieterin von der Wohnung, die wollte gerne hier von einer Strafanzeige absehen. Das ist in dem Fall nicht möglich. Die Tatverdächtige und die Geschädigte sind hier nicht verwandt oder verschwägert. Und für uns liegt hier ein Offizialdelikt vor. Das heißt, die Straftat wird von Amts wegen verfolgt. Das ist kein Strafantrag notwendig. Wir haben sie hier auf frischer Tat ertappt. Und von daher werden wir da auf jeden Fall auch ein Strafverfahren dann eröffnen. Kann ich auf die Wache mit? Oder? Also wir können sie nicht mitnehmen. Sie können sich aber gerne selbstständig zur Wache begeben. Ja? Und, also ich würde das Kind noch zur Oma bringen und dann... Dann einmal ihr Ausweis zurück. Komm ich auf die Wache, Fiona, okay? Ja. Dann, Frau Grübner, nehmen Sie einmal bitte Platz. Danke Ihnen. Anschnallen. Noch liegen die Tatmotive der hochschwangeren Frau im Dunkeln. Da die Verfolgung einer Straftat in den Zuständigkeitsbereich der Kriminalpolizei fällt, übergeben die Schutzpolizisten den Fall auf der Wache für weitere Ermittlungen an ihre Kollegen der Kripo. Kriminalhauptkommissar Norbert Meinert und Kriminaloberkommissar Bora Aksu beginnen umgehend mit der Vernehmung. Dann nehmen Sie mal Platz. Wie heißen Sie nochmal? Fiona Gröbner. Frau Gröbner. Das ist irgendwie dumm gelaufen jetzt, oder was? Ja. Was ist denn da drin? Das ist Ihre Tasche, ne? Das ist meine Tasche, ja. Lass mal reingucken. Ja, natürlich. Das professionelle Einbruchwerkzeug lässt die Kripo-Kommissare vermuten, dass die junge Frau keine Ersttäterin ist. Doch das streitet die 29-Jährige ab. Sie gesteht zwar, dass sie sich mit Videos auf die Tat vorbereitet hat, ihre Motive lässt sie aber unerwähnt. Wie sind Sie denn eigentlich auf die Idee gekommen, Frau Grübner? Naja, ich bin halt schwanger und ich habe halt nicht so viel Geld. Und ich dachte, ich borg mir vielleicht etwas. Und deswegen bin ich da kam ich auf die Idee, als ich das im Internet gesehen habe, einfach in die Wohnung einzusteigen. Ja, aber das ist ja nicht der richtige Weg. Ich meine, Sie sind ja nicht die Einzige mit Geldproblemen. Und andere Leute fragen ihre Freunde, ihre Eltern, ihre Angehörigen und hoffen da mal was zu kriegen. Aber sie brechen bei ihrer besten Freundin ein. Das kann doch so nicht... Ja. Ich weiß, es der Sinn dahinter gewesen sein. Aber ich konnte nicht. Ich hatte keine andere Wahl. Den erfahrenen Kommissaren Norbert Meinert und Bora Aksu fällt auf, wie zögerlich die Täterin antwortet. Sie vermuten, dass die Schwangere ihnen nicht die ganze Wahrheit sagt. Bei der erneuten Durchsuchung ihrer Tasche erhärtet sich ihr Verdacht. Jetzt gucken wir noch mal den ganzen Kram. Aber es ist eigentlich so ein Pillepalle, ja? Deswegen bricht man doch nicht ein. Das ist hier alles so ein Nuckel- und Babyflaschenzeug. Das gibt's doch nicht. Ach, guck mal, was ist das denn? Ein Ausweis? Hat sie nicht der Kollegin gesagt, dass sie keinen Ausweis bei sich geführt hat? Hat doch gesagt, sie hat gar keinen. Das ist doch ihre. Ja? Ein Reisepass. Was hast du da? Das ist ein Ticket von. Hier, von. Düsseldorf nach Mailand. Und zwar? Der geht in 20 Minuten. One way. One way Ticket. Das muss uns einmal erklären, jetzt, was das jetzt auf sich hat. Gib mal her, ich mach das mal. Ja. Das mal. Mann. Frau Gröbner. So, also Ihren Ausweis, den Sie vermissen, den haben wir gefunden. Und wir haben hier ein One-Way-Ticket nach Mailand gefunden. Den haben Sie gebucht. Ich denke mal, den können Sie wahrscheinlich nicht mehr nehmen. Der fliegt jetzt in 20 Minuten ab. Aber vielleicht erklären Sie uns mal die Hintergründe dafür. Trotz der hartnäckigen Fragen von Kriminaloberkommissar Bora Aksu verweigert die Frau weitere Aussagen. Obwohl in der Regel Opfer und Täter bei Vernehmungen nicht zusammengeführt werden, machen Norbert Meinert und Bora Aksu heute eine Ausnahme. Sie hoffen, dass sich die Schwangere im Beisein ihrer besten Freundin öffnet und die Wahrheit sagt. So, Ihre Freundin ist da. Was ist los mit dir? Und wieso sagst du nichts? Es tut mir leid. Wieso bist du bei mir hingekommen? Und vor allem, seit wann bist du schwanger und wer ist der Papa? Ich wollte es dir noch alles in Ruhe sagen. Es hat sich nur gerade die Möglichkeit nicht gegeben. Fiona, wir kriegen das alles hin, aber du musst mit mir schwätzen. Ja. Du musst mir sagen, was los ist. Wenn Beschuldigte bei der Polizei über den Tatablauf oder ihre Tatbeteiligung unwahre Angaben machen oder wie das vermuten zumindest, dass sie unwahr sind, dann können wir aus ihnen schlecht die Wahrheit rausprügeln. Das ist in Deutschland nicht erlaubt. Die haben das Recht, sich nicht selbst zu belasten und müssen das auch nicht, können praktisch irgendwas erzählen. Wir versuchen natürlich trotzdem, sie zu motivieren, hier bei uns jetzt reinen Tisch zu machen. Wenn sie das denn nicht tun,
können wir es letztendlich auch nicht ändern. Müssen wir uns damit zunächst zufrieden geben. Falls Sie etwas benötigen, etwas brauchen, melden Sie sich bitte bei uns. Und Sie kümmern sich so lange um Ihre Freundin. Ich bringe Sie jetzt nach Hause. Sie wohnt ja nicht so weit von hier weg. Ja. Das brauchst du sonst nicht. Ich gehe auch gerne alleine. Ich bringe dich nach Hause. Ich lasse dich nicht allein gehen. Wir müssen da noch einen Strafantrag von Ihnen haben. Ich will keine Strafanzeige erstatten. Wir wollen keine Strafanzeige erstatten? Danke. Aber das heißt nicht, dass wir Sie nicht weiter verfolgen. Ne? Das ist trotzdem ein Offizialklagedelikt, Einbruchsdiebstahl. Also wir werden es trotzdem eine Anzeige gegen Sie fertigen müssen und es geht auch zum Staatsanwalt. Darüber müssen Sie im Klaren sein. Wenn Ihnen noch was einfallen sollte, wir haben ein offenes Ohr für Sie. Denn wir glauben, dass da noch ein bisschen mehr hintersteckt. Danke. Wir haben uns anschließend auf den Weg zur Staatsanwaltschaft gemacht. Wir haben da einen Termin mit ihm. Und unterwegs dahin haben wir was festgestellt. Hier ist gut, alles klar. Was ist denn da? Ist das nicht unsere Frau? Ja, was ist denn da los? Was ist denn da los? Geht's Ihnen gut? Ein Mann hat meine Freundin mitgeholt. Die Frau, die Frau Gröbner? Hast du das Kennzeichen? Ja, hab ich. Wie sah denn der aus? 1,90, Brille, dunkle Haare. Kannten Sie den? Nein. War er alleine? Komm, nehmen Sie mal Ihre Tasche. Ich hab nur gesehen, wie der die hingesteckt hat, ins Auto. 32, keine Ahnung, ob da jetzt jemand dabei ist. Tun Sie mir mal einen Gefallen, gehen Sie mal zu den Kollegen aus der Polizeiwache, die können Ihnen ein bisschen die Gewinde versorgen, ja? Wohnhaus in der Düsseldorfer Straße 13. Düsseldorfer Straße 13, alles klar. Ja, kam raus, wir fahren dahin. Bitte weitere Unterstützungskräfte zur Wohnanschrift schicken. Die Adresse des Fahrzeughalters liegt im gutbürgerlichen Stadtteil Wedau. Beim Eintreffen der Kripo wirkt dort zunächst alles sehr friedlich. Doch im Inneren des Hauses spielt sich gerade ein unfassbares Drama ab. Ich glaube, da kommt jemand. Ja? Ja. Okay. Ja? Ja, schönen guten Tag. Kriminalpolizei Duisburg. Was wollen Sie? Bora Axu. Wir suchen den Herrn Klevener. Ja, das ist mein Mann. Was wollen Sie? Ist er auch da? Sie sind gerade dabei. Ja, ich bin gerade von der Arbeit, wir wollen gerade essen. Ja, was ist denn das für eine Tasche da? Komm, ist das die Tasche von den Kindern? Moment, ich bin schwanger, Lassen Sie mich, Oh mein Gott. Was ist mit Ihrem Kind? Wo ist Ihr Mann? Wir brauchen ein RTW. Wo ist Ihr Mann? Mein Mann ist da oben. Das ist doch die Tasche von ihr. Das ist der Ausweis von ihr. Wo ist Ihr Mann gerade? Langsam. Wo ist Ihr Mann? Oben. Ist noch jemand hier? Nein. Ehrlich? Hallo, Kriminalpolizei. Hallo? Was macht ihr beim Haus? Hey, machen Sie kein Blödsinn! Bleibt mit euch! Was macht ihr in meinem Haus? Achso. So ein ausziehbarer Teleskopschlagstock, der kann schon ziemlich tödlich sein. Vor allem, wenn man hier mit dieser Spitze jemanden am Kopf trifft, kann das sehr schwere Verletzungen verursachen, die dann halt auch zum Tode führen. Wer ist noch also? Da ist noch jemand. Hier ist gar keiner mehr. Hau ab! Komm, ich hab ihn. Also, alles klar. Hau ab! Hier ist keiner! Hallo? Ja. Hey, was machen Sie denn hier? Ach du Scheiße! Alter! Die ist festgebunden hier irgendwie. Scheiße, das ist nicht das richtige Ding. Mach sie mal los, ich rufe mal einen Rettungswagen. Ja, muss. In Fällen wie diesen ist natürlich äußerste Eile geboten. Wir sind auch medizinisch jetzt völlig überfordert, in so einer Situation hier Hebamme zu spielen oder ähnliches, falls hier irgendwas schiefläuft. Wir wissen nicht, ob hier eine Fruchtblase geplatzt ist oder irgendwelche Komplikationen schon durch die Aufregung allein eingetreten sind. Insofern waren wir dann heilfroh, als dann endlich die Sanitäter im Raum standen und hier auch eine Erstversorgung dieser schwangeren Person leisten konnten. Okay, dann müssen wir uns erstmal beruhigen. Aber ich will unbedingt, dass Antonia herkommt. Was haben die denn gesagt? Die beiden wollten mich die ganze Zeit aufschneiden. Sie wollten das Kind rausholen. Ja. Mein Kind. Haben die das gesagt? Ja. Sie haben immer gesagt, dass es ihr Kind ist. Aber ist das gar nicht ihr Kind? Das ist mein Kind. Das ist ja schließlich in meinem Körper. Okay. Sie ist ja diejenige, die nur so tut, als ob. Aber ich bin ja wirklich schwanger. Sie sind wirklich schwanger. Ich weiß, dass Sie schwanger sind. Runter? Ja. Wollen wir Sie runterbringen? Ja, genau. Zum Rettungswagen. Okay. Können Sie laufen? Ja. Können Sie ziehen sich die Schuhe noch mal an? Komm. Dann gehe ich mit Ihnen zusammen runter. Der Kollege ist schon unten. Dann kommen Sie direkt auf die Trage, ja? Noch ist unklar, warum das Ehepaar das Baby so brutal an sich nehmen wollte. Da die Versorgung der Mutter oberste Priorität hat, vernehmen die Polizisten zunächst die Täter. Ganz ruhig. Ich kann Ihnen nichts passieren. Was soll das heißen? Das ist Ihr Kind. Ja, ist meins, ihr habt die extra bezahlt da.
Was sagen Sie denn? Ja. Ist eine Kohle vereinbart. Alles wegen dir, Mann. Wegen deinem scheiß Kinderwunsch, Mann. Ist doch gut jetzt, du sagst nichts. Hey, hey. Du machst deinen Mund nicht auf. Was soll denn das heißen, ihr Kind? Ja, ich hab dafür bezahlt, Mann. Komm rein. Aha. Ja, komm rein. Nur wegen ihrem scheiß Kinderwunsch, Mann. Moment mal, wegen ihrem Kinderwunsch? Der Kinderwunsch von ihrer Frau, oder was? Ja, klar. Okay, und dafür haben Sie bezahlt? Ja, natürlich habe ich die Alte da hinten bezahlt. Wie viel? Hä? Wie viel? 20 und wir sollten ihr noch mehr geben. 20.000? Ja. Okay. Warum sich die junge Frau dem Ärzte-Ehepaar als Leihmutter zur Verfügung gestellt hat, wissen die Kommissare noch nicht. Mit Hilfe der besten Freundin ermitteln sie die tragischen Hintergründe. Wir bleiben Sie mal ganz kurz einen Moment da. Also die müssen erst mal kurz versorgt werden. Die war gefesselt da oben und die haben versucht, ihr das Baby wohl irgendwie aus dem Bauch zu entfernen, wie halt auch immer. Das heißt, sie braucht jetzt irgendwie, wir müssen ein paar Informationen rauskriegen. Deswegen ist es ganz wichtig, dass Sie erstmal ganz ruhig verhalten. Ja, mal ein bisschen Platz. Wenn Sie zu Ihrer Freundin gehen, versuchen Sie, sich ruhig zu verhalten und damit sie so mal ein bisschen aus sich rauskommt. Weil es ist jetzt nämlich ganz wichtig, was sie uns zu sagen hat. Genau. Ja? Leihmutterschaften sind in Deutschland verboten, denn wie man auch sieht, es kann zu extrem emotionalen Verstrickungen hier führen, die letztendlich gar keinem gut tun. Ja, erzählen Sie mal jetzt ein bisschen, jetzt müssen wir mal ein bisschen mehr dazu wissen. Weil vorhin haben Sie uns gar nichts erzählt und jetzt vorhin ein bisschen, jetzt will ich mal alles hören. Das Ding ist, ich habe mich vor einem Jahr selbstständig gemacht als Tragerin und Fußpflegerin. Ja. Naja, und habe mich da ein bisschen verschätzt und habe Schulden aufgebaut und naja. Dann hatte ich halt die beiden kennengelernt, sind sie beide Kunden von mir. Ja. Dann habe ich das Victoria erzählt, also der Frau, und meinte halt, dass ich halt Probleme habe finanzielle. Und dann hatte sie gesagt, sie würde mir helfen. Okay. Naja, und dann hatte sie halt gesagt, dass sie beide Ärzte sind und dementsprechend wusste, die beiden verdienen halt ganz gut. Ja. Naja, und sie hatte mir halt gesagt, dass sie keine Kinder kriegen kann. Ja. Also kam sie auf die Idee, dass ich halt als Leihmutter das Kind austragen könnte. Verstehe. Die haben alles gezahlt. Sie haben sogar die Samenspende in Dänemark gezahlt. Da sind sie extra nach Dänemark dafür gefahren? Ja, musste ich. Ja, klar. Und naja, und dann hatte ich halt aber irgendwann selber Gefühle für das Kind entwickelt und wollte es nicht mehr hergeben. Sie wollten es nicht mehr hergeben? Nein. Und da waren die natürlich nicht mit einverstanden? Richtig. Das habe ich denen vor 2 Wochen oder so ungefähr gesagt. Ja. Ja. Und wann, was ist dann passiert? Ja, die beiden sind ausgerastet. Ja. Und deswegen wollten sie halt... Sie haben es halt nicht akzeptiert und nicht eingesehen und deswegen wollten sie halt jetzt das Kind anscheinend holen. Also haben sie vorher schon bedroht gehabt oder ist das jetzt mehr oder weniger als eine spontane Gewaltaktion gegen sie gewesen? Ja, ja, sie haben mich schon vorher bedroht, deswegen wollte ich ja nach Mailand. Deswegen wollte ich ja weg. Verstehe. Deswegen das Ticket, Verstehe. Das konnte ich bloß vorher nicht sagen. Gut, dann danke ich Ihnen erstmal dafür, dass Sie uns das jetzt noch mitgeteilt haben. Bitte, bitte lassen Sie die beiden nie wieder raus. Trotz der Aussage des Opfers sind bei Kriminalhauptkommissar Norbert Meinert und Kriminaloberkommissar Bora Aksu noch Fragen offen. In der Vernehmung der Täterin erfahren sie erschütternde Details. Nun gut, aber jetzt haben wir jetzt die Situation. Wie kommt es, dass die Dame jetzt da oben landet? Wie kommt es jetzt dazu? Das wollte ich eigentlich alles gar nicht. Das sollte alles ganz normal stattfinden. Und dann hat sich aber Fiona irgendwann anders überlegt und sie hätte das Kind behalten. Ich hab doch Panik, es ist mein Kind. Ja, das verstehe ich, aber das geht nicht sowas. Ich bin jetzt echt zutiefst schockiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich habe schon einiges erlebt, aber was ich jetzt heute wieder da gehört habe und das von Ärzten, die da jetzt so eine Nummer abziehen wollten, da geht es mir richtig, richtig durch. Ich bin richtig einen kalten Schauer und dann den Rücken runtergelaufen gerade. Wir nehmen Sie jetzt erstmal mit auf die Wache und dann können wir nochmal in Ruhe drüber sprechen. Boah, wird mir schlecht, ey, echt. Das Ehepaar muss sich wegen Körperverletzung, versuchter gefährlicher Körperverletzung, Nötigung, Freiheitsberaubung und versuchter Kindesentführung verantworten. Die Schwangere erhält eine Anzeige wegen Einbruchs. Ihr und ihrem Baby geht es gut.